Wir sind heute sportlich für euch unterwegs und zwar sind wir auf der Bahnrennbahn in Burnaby. Im Hintergrund seht ihr auch schon einige Fahrer, die hier ihr Training abhalten. Und neben mir sitzt die Denise Schindler. Hallo Denise. Hallo. Denise ist eine der großen Medaillenhoffnungen für Deutschland bei den anstehenden Paralympics in London Ende August. Und Denise hat für uns ihr Training unterbrochen und wir fragen sie jetzt mal ein bisschen zum Stand der Vorbereitung. Wie sieht es denn aus momentan? Ja, letzten Samstag waren die offiziellen Nominierungen. Das heißt, ich darf jetzt offiziell nach London fliegen. Herzlichen Glückwunsch dafür schon mal. Ja, vielen Dank. Das heißt, wir stecken jetzt wirklich in der heißesten Phase. Wir kommen wirklich jetzt in das intensivste Training überhaupt. Das heißt, sehr viele Spitzeneinheiten. Wir müssen natürlich auch noch viel vorbereiten, materialtechnisch, dass dann in London alles da ist und alles perfekt passt. Und ja, es wird gerade... Die Anspannung steigt schon und die Nervosität. Jeden Fall, natürlich. Gerade für dich, du bist ja noch gar nicht so lange dabei, sondern eigentlich so im Leistungssport erst seit 2 Jahren. Und im Mountainbiking hast du vorher schon ein bisschen angefangen. Und wie ist es denn dazu gekommen, dass du zum Leistungssport gekommen bist? Ja, es war mehr oder weniger ein Glücksfall. Also ich habe nie selber von mir aus über Leistungssport nachgedacht, sondern bin viel im Mountainbike gefahren. Und irgendwann ist der Chef von Bayernkader auf mich aufmerksam geworden, hat mich angesprochen und gefragt, ob ich nicht mal Rennen fahren möchte am Rennrad. Und ich habe dann gemeint, okay, ich fahre zwar ab und zu Rennrad, nicht so oft, aber ich kann es ja mal ausprobieren. Und habe mich dann über den Winter vorbereitet und bin dann in der nächsten Saison mit Rennen ja gestartet sozusagen. Und da kamen ja auch gleich die ersten Erfolge, also bayerische Meisterin, deutsche Meisterin und dann natürlich auch Weltmeisterin direkt geworden. Ja, Weltmeisterin direkt geworden. Deutsche Meisterin habe ich leider verpasst, da hatte ich leider einen Sturz, aber es war ein sehr erfolgreiches Jahr mit World Cup und Europacup Siegen und die WM war dann das Highlight überhaupt. Und du kommst ja dann eigentlich von der Straße, aber du, wie wir ja sehen, trainierst auch für die Bahn, das heißt, du wirst auch im Bahnrennen teilnehmen. Wie groß ist da die Umstellung? Also die Umstellung ist sehr stark, denn beim Bahnrennen explodiert man eher auf einmal. Man hat sehr hohe Einheiten, sehr intensive Einheiten für eine kurze Zeit. Und ich komme eher von der Straße und da sind es lange Einheiten, wo man sehr viel Ausdauer braucht. Das heißt, ich musste meinen Körper ein bisschen darauf umstellen, mehr explosiver zu werden und musste natürlich auch das Training ein bisschen adaptieren dadurch. Und auch ein bisschen mehr Zeit auf der Bahn verbringen und ich hoffe, dass das in London sich auszahlt. Wo du gerade von der Bahn sprichst, im Hintergrund sehen wir dein Fahrrad, dein Verfolgungsfahrrad und ich würde sagen, dann gehen wir einfach mal hin und du erklärst uns ein bisschen. Ja, gerne, machen wir. So, das ist jetzt dein dein Bahnrad. Was ist denn der Unterschied zum normalen Straßenrad? Ja, also das schockiert die meisten immer am Anfang, wenn man das erklärt. Ein Bahnrad hat, wie man hier sieht, nur einen Gang. Das heißt, ich kann nicht zwischen den Gängen wechseln. Das ist auch eine ganz besondere Herausforderung für sich, den besten Gang zu finden für die jeweilige Disziplin. Und das nächste Spannende ist an einem Bahnrad ist, dass es keine Bremsen hat, weder vorne noch hinten. Das heißt, das Anfahren und das Stehenbleiben erfordert ein bisschen Übung. Und für viele ist es immer so ein bisschen schockierend, warum hat denn eigentlich ein Bahnrad keine Bremsen? Oh Gott, da passiert doch was, aber das ist eigentlich genau der gegenteilige Effekt. Wenn man auf einer Bahn fährt und die Bremsen benutzen würde, würde man sofort von der Holzbahn runterfallen. Es ist praktisch am Ende letztendlich Sicherheit, dass man keine Bremsen hat. So, du startest ja in der Klasse C3. Ja. Kannst du unseren Zuschauern mal ein bisschen erklären, wie das so mit den unterschiedlichen Klassen funktioniert? Okay, also bei uns Zweiradfahrern, wir werden unterschieden in C1 bis C5. C5 zur Erklärung bedeutet, ist praktisch die Minimalbehinderungen oder die leichteren Behinderungen. Das kann zum Beispiel sein, dass man eine Versteifung um einen Fuß hat oder dass nur die Hand fehlt, aber man beide Beine noch komplett hat. C1 ist dann die stärkste Behinderte in Klasse. Ich bin dadurch, dass ich praktisch rechts Unterschenkel amputiert bin, wäre das C4 und ich habe aber links in meinem Fuß auch noch eine Versteifung und dadurch bin ich eine C3-Fahrerin. Und das Trainingsprogramm, wie sieht es aus? Also natürlich ist der Schwerpunkt auf dem Rad, aber was wird da noch so trainiert? Also von wegen Schwerkraft oder welche Übungen werden da noch gemacht? Also natürlich wird der Hauptteil wird am Rad selber durch Krafteinheiten, durch Ausdauereinheiten, durch Sprinteinheiten absolviert. Aber natürlich ist es auch wichtig, sage ich mal, den ganzen Körper in Balance zu halten. Deswegen gehe ich natürlich auch ins Fitnessstudio, mache Rumpfübungen, Krafttraining und versuche einfach den Körper auch in Balance zu halten. Du bist ja auch als Fitnesstrainerin noch aktiv, oder? Ja, also ich habe auch immer Spinningkurse gegeben. Aber dadurch, dass ich momentan selber so viel trainiere und sehr, sehr spezifisch und sehr speziell, konzentriere ich mich momentan darauf.
Ist das dann, wenn die Paralympics rum sind, wird das natürlich erstmal ein bisschen runtergefahren oder gibt es danach auch schon wieder die nächsten Ziele, die du anpeilst? Mein nächstes Ziel ist nächstes Jahr die WM in Kanada, in Baie-Comeau, in Quebec. Und da war letztes Jahr auch schon der World Cup und dieses Jahr wieder. Und das ist wirklich eines meiner Lieblingsrennen und da würde ich ganz gerne meinen Titel verteidigen und die Regenbogenfarben behalten. Du sprichst ja gerade die WM nächstes Jahr in Kanada an. Nun sind wir ja hier in Vancouver. Du lebst ja auch momentan hier. Was hat dich denn eigentlich hierher verschlagen? Ja, ein Wink mit dem Zaunfall. Ich habe hier ein Jobangebot bekommen und ich wollte schon immer gerne reisen und ins Ausland und war da schon immer ganz begeistert. Und ich habe dann auch eben mein Work and Travel bekommen und dann habe ich gesagt, dann mache ich das und sammle einfach ein bisschen die Auslandserfahrung und bessere mein Englisch auch ein bisschen. Und die vielen Berge hier in Vancouver und Umgebung sind natürlich fürs Training auch ziemlich geeignet, oder? Also ich habe ja eigentlich schon ideale Trainingsbedingungen, das muss man sagen. Ich kann hier vom Flachen, sage ich mal, in Raum Richmond super trainieren. Ich kann super in den Bergen trainieren in North Vancouver. Und ich habe natürlich überhaupt das Glück, hier eine Bahn zu haben. Das haben die meisten Sportler von uns nicht. Die meisten haben 4, 5, 6 Stunden bis zur nächsten Bahn in Deutschland. Und ich fahre 45 Minuten in Auto und habe dann die Bahn vor der Haustür. Und das ist natürlich ein besonderes Glück, das ich habe und was ich auch nutze. Dann würde ich sagen, wollen wir dich gar nicht mehr länger vom Training abhalten und wünschen natürlich viel Erfolg bei den Paralympics und vielen Dank für das Interview. Vielen Dank, Johannes. Tschüss. Tschüss.